Guten Abend. Für euch alle, Nummer 567. Heute ist Mittwochabend. Man hat natürlich den Eindruck, es ist schon um 11, aber es ist noch gar nicht so spät. Ihr seht es ja an der Uhr, wie spät es ist gerade. Mittwochabend, ja, der 3. November 2021. Variationen über eine Novemberlandschaft. Passt. Grau wie der Nebel, Spinnwebenrest. Die krächzende Elster, die Erde verlässt. Ein Schemen im Raum beschwert sie den Baum. Die Hagebutte vergebens ihr Rot verbrennt. Die Fichtenschonung steht wie ein Regiment. Die Parasole, ungesammelt, färben sich schwarz. Die Elster stammelt. Als spräche der Raum, behext sie den Baum. Die Hagebutte spinnt sich mit Nebel ein, die Fichtenkrone späht in die Senken hinein. Spinnwebenreste, zu Nebel gewebt. Der Parasol im Gifthauch schwebt. Es segelt vom Baum der Elsternflaum, die Hagebutte glüht im Regen aus, das Fichtenheer marschiert in die Wiesen hinaus. Geschrieben in den 30er Jahren von Günter Eich. Günter Eich, ein sehr, sehr, sehr guter Freund von Peter Huchel. Beide haben sich ja auch Gedichte geschrieben und immer so kommuniziert, denn sie lebten in dem jeweils anderen Teil Deutschlands. Günter Eich, 1907 geboren in der Mark Brandenburg, und er hat erst Sinologie studiert, also die Lehre der chinesischen Kultur, der chinesischen Sprache. Und dann aber Anfang der 30er Jahre beschlossen, also das ist alles so nicht, ich will da nicht arbeiten oder irgendwelche Ökonomie, hat er auch noch studiert, er will Schriftsteller werden. Und das ist er dann auch geworden, hat viele Hörspiele produziert und ein ganz berühmtes Hörspiel, Träume, so den Anfang des politischen Hörspiels markiert hat überhaupt in deutscher Sprache, also in Deutschland, und ist dann zum Krieg eingezogen worden und in amerikanische Gefangenschaft geraten und hat sich dann im westlichen Teil Deutschlands niedergelassen. Hat dann seine zweite Frau kennengelernt, die Ilse Eichinger, die Schriftstellerin aus Österreich, und am Ende seines Lebens haben sie dann auch gemeinsam in der Nähe von Salzburg gelebt. Und er war aber 1947 der Mitbegründer der Gruppe 47, dieser Gruppe von Schriftstellern, die sich dann wiederum 20 Jahre später, 67, aufgelöst hat. Also sie gab es nur eine Zeit lang. Er hat natürlich auch viele Preise gewonnen und unter anderem den Georg Büchner Preis und ist dann 1972 eben in Salzburg gestorben. Novemberlandschaft. Ja, also es ist merkwürdig, dass es eben schon dunkel ist. Das regt mich immer ein bisschen auf. Aber wir haben ja jetzt die echte Zeit. Und wenn wir nicht immer diese komische andere Zeit hätten, dann würde uns das wahrscheinlich gar nicht so auffallen mit dieser komischen plötzlichen Dunkelheit. So eine Stunde, so tschuk, bumm. Aber es gibt ja Licht. Im Haus und auch draußen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen.